Vorgestellt, Graveyard Keeper, Breaking Dead and Stranger Sins, das sind unsere beiden Dinger. Games ist von Lazy Beer Games und published by Tiny Build. Ja, wir gehen in das Spiel wieder rein. Unser letzter Spielstand ist hier. Und dann gucken wir rein. Wir waren mit Aladdin da unterwegs, der uns dann gesagt hat, dass er mal böse war. Und wir auf dem Friedhof halt noch einiges machen müssen. Den sehen wir jetzt nicht, hatten wir drüber gesprochen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dann zum Friedhof kommen im Endeffekt. Und ja, schauen. Was ist das? Achso, da können wir noch was machen, ne? F is work, dann worken wir nochmal. Nicht genug Resources. Was war mit Craft? Was brauchen wir? Achso, wir brauchen Nägel, wenn... Für den Wooden Marker, den wir da ausgewählt haben. Den wollen wir jetzt aber nicht. So, Wooden Marker. Trunk. Können wir nichts machen, weil uns hier irgendwelche Simple Iron Parts fehlen. Und Nails wären auch interessant. Gut. So, dann mal nicht runter. Hoch war der Friedhof, oder? Oder vertue ich mich jetzt? Vertue mich jetzt, ne, oder? Gibt's eine Map eigentlich? Ja, gibt es. Wir sind jetzt wo? Sweet Home? Der Friedhof ist da unten. Wir sind hier hochgegangen. Und wo sind wir dann? Keine Ahnung. Achso, der Weg geht da hier so lang. Keine Ahnung, wo wir hinkommen. Aber da ist auch eine Sperre. Da kommen wir sowieso nicht weiter. Also bringt's das nicht. Kann man hier einen Baum umhauen? Ne, können wir nicht. Da ist ein Schloss dran. Das geht aber. Das haben wir. Steine haben wir. Der Friedhof muss ja direkt hier unter uns sein dann, oder? Ja, da ist er auch, aber man kommt da nicht hin, ne? Ne, leider nicht. Kann man auch nichts reparieren hier, ne? Da können wir mit dem Baum. Ach so, dann kommen da... Wir gingen uns raus. Ja, das können wir jetzt mitnehmen. Naja, dann nehmen wir das gerade noch mit. Das ist ja auch hier drüben. Und legen das da mal hin. Okay. Das war für einen Garten. Das bringt uns, glaube ich, nicht so viel. Muddies? Null. Okay. Ja. Oh, was ist, macht er hier? How can I fix the graveyard? I fix the graveyard. Leave. 5 dafür. Just to be all the graves, it wouldn't take me even an hour, but it's your job. Okay. Da ist eine Leiche gekommen, okay. Ja. Leave. Dann holen wir uns jetzt mal gerade wieder das Fleisch. Und ich weiß gar nicht, konnten wir schon mehr tun? Ich weiß es nicht mehr. Ne, da nicht hin, sondern da hin. Da ist er, der wollte noch das Bier haben. Weiß ich gar nicht, ob wir ihm das gegeben haben. Ah, jetzt geht ja mehr hier, ne? Oh, wir haben keinen Power mehr. Warte mal, wir hatten ein Inventar und da hatten wir so einen Drink da dran, ne? Aber den haben wir noch nicht genommen jetzt, also. Affect on use, also Rechtsklick, alles klar. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Power. Dann können wir da gerade nochmal arbeiten dran. Nochmal Autopsie. Haben wir letztes Mal nicht geschlafen dann oder so, weil der Power ja runter war. Hm. Na dann. Aber auch jetzt erstmal egal. Extract Bone. Ich hoffe, das klappt auch noch. Gut so. Take Buddy.
Und den müssen wir beerdigen. Schon dunkel draußen. Hm. Wissen gar nicht, wohin mit dem Zeug alle, ey. Ausheben, geht das noch? Ja, geht noch. Das war jetzt nix. Das brauchen wir auch gerade nicht. Wir müssen die Leiche jetzt wieder erwischen. Da ist er. Hinter the corpse. Okay. Und zubuddeln. Okay, umso mehr wir da reinmachen, umso schlechter wird's für uns, oder wie ist das, ey? Ja, irgendwie ist das noch nicht so. Ja, lass erstmal so. Müssen wir schauen, dass wir da. Was brauchen wir denn, um das zu verschönern, ey? Heat und Red Flower. Study not completed. Crafted at compost heap. Da ist nix. Eigentlich müssten wir jetzt schlafen gehen, ne? Wo ist unser Zuhause? Da oben. Das bedeutet, wir gucken mal, dass wir. Geht hier noch was wegzuhauen? Nein. Den können wir nicht machen, den können wir machen. Dann machen wir das noch so weit wir können. Und den Rest packen wir dann da rein, wenn es geht. Not enough resources, craft. Können wir das auch abbrechen? Nee, ne? Bringt uns jetzt nicht weiter. Stickies machen wir jetzt noch ein paar. So, jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt können wir aber nochmal Technologien weitermachen. Extract. Okay. Hier geht nichts. Da geht nix. Hier geht was. Transplanting. Blueprint place for the berry bush. Blueprint place for the apple tree. Create honey. Gathering. Okay, das ist. Ah, hier. Create nails. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Dafür brauchen wir jetzt simple. Achso, das brauchen wir alles. Okay, dann würde ich sagen: Blueprint wooden anvil und create nails, create simple iron parts. Das brauchen wir auf jeden Fall dann. Das war da schon mal alles. Gut. Und Firewood gibt's da, Stoneworking und alles ist gut erstmal. Hier sind wir schon mit Essen ziemlich gut durch. So, dann craften nicht, dann schlafen wir. Und die Runde geht los. Wake up. Ne, will ich nicht. Ich will erst hier volle Leistung. Ich weiß gar nicht, ob wir das letztes Mal dann. Speichert er vorm Schlafen gehen sozusagen, kann das sein? I'm so refreshed, ja, das ist klar. Good eating is much nicer without him at the graveyard. I'm still so sad, thought I'm so lonely, I was bad when I. Ah, das ist tatsächlich so, dass wir letztes Mal wohl nicht geschlafen haben. We are dead, but we still deserve some respect, okay? Das ist die gleiche Geschichte wie beim letzten Mal. Wir speichern knapp vor dem Schlafen. Dann wissen wir das. Gut, das ist nämlich schon dann geklärt hier. Graveyard, the main way to increase your graveyards is to decorate graves with objects that have more decoration oder sowas, keine Ahnung.
So, jetzt wäre nur wichtig zu wissen, wo kriegen wir das mit dem Blueprint hin? Hier geht das nicht. Da ist eine Kiste. Das bringt uns hier auch gerade nicht weiter. Die Frage, wo das alles gehen wird. Da fehlen uns die Nägel. Oh, da gibt es schon wieder eine Leiche, ey. Das baut mich gerade nicht so. Ach so, das ist hier die Gartengeschichte. Die bringt mich auch nicht weiter. Ja, toll. Machen wir das. Wollte ja auch einer haben, so ein Skull, ne? So, das haben wir dann alles. Und das ist jetzt hier der Certain Year Instrument Shows. Take Buddy. Und dann gehen wir raus. Und müssen den wieder beerdigen. Das machen wir jetzt. Rein damit und zu graben. Und das ist jetzt 4 sogar minus. Das ist nicht gut. Umso mehr wir hier beerdigen, umso schlechter wird das, oder wie sehe ich das? Warte mal, hier sind schon Schlingpflanzen dran. Die können wir doch bestimmt irgendwie. Da müssen wir reparieren. Das gefällt mir alles gar nicht gerade. Wir müssen gucken, dass wir jetzt irgendwo feststellen, wo wir die Nägel machen. Wo machen wir die Nägel? Beim Schmied eigentlich. Wo geht's hier hin? Was ist hier? The Garden Property provided for commercial use contract to an owner or rock. Okay. Okay. Claim geht nicht. Leaf geht. Ist hier irgendwas? Wohl nicht. Dann gehen wir weiter. Da oben ist dieser Dingensplatz, sag schon. Hexenplatz. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Da ist der Müller und so. Bräuchte ein Blacksmith oder sowas. Das ist die Taverne. Aber da können wir erstmal gucken, ob wir da was loswerden. Okay. Found an abandoned garden near the graveyard. Can you tell me anything about it? Oh, the garden. It was by the merchant to cover someone's debt. I can't find anybody who will make any use of it. I can give you permission to use the garden. Who else would agree to grow crops near the graveyard? Group an empty garden bed. Okay. Keep listening. Ask about details. You should find someone who will use it. You said the garden belonged to the merchant. It's a bit tricky. He's the right to rent it, but everything north of the pass to the town is village property. We have a democratic community, and I'm head of it.
I see, good, but you still need to talk to the Martian, that's his property. It's not exactly proper to give him permission without his approval, but it will be fine if you've just promised to settle the detail with him later. Sure, I'll talk to him. New task, yeah, talk with the Martian, find a stamp and sell me to Horodrek. He brought den Stempel immer noch, ne? Do you know how I can get back home? Trade, leave. Braucht diesen doofen Stempel noch. Warte mal, er hatte doch den. War er das nicht mit dem Skull? Ne, Paper und Ink wollte er. Ja, warte mal, da müssen wir nochmal gucken, wer hatte das denn. Gary, get a bottle of wine. Need to bring home to your love, activate the portal on Witch Hill. Bring a scar from the dead body. Astrologe will das haben, okay. Dann gehen wir zum Astrologen und der war unten rechts irgendwo. Ne, da kommen wir nicht weiter. Das heißt, der Weg geht wahrscheinlich hier lang. Hier ist der Dingens. Eine Esse. Craft. Können wir unsere Gerätschaften scharf machen? Dies wollen wir nicht. Da links gibt es noch Sachen. Kommen wir da hin? Ja. Aber das bringt uns nicht weiter. Okay, dann da wieder weg. Da geht es aber auch nicht weiter. Der hatte ja hier hinten diese Viecher. Da waren Eier. Jetzt war noch weiter hier lang. Da unten gibt es jemanden, mit dem wir sprechen können. This guy must be crazy. You think I'm crazy? No, I don't think that. I'm just trying to stay positive, and I know what truly matters. What? He do you think he can understand? No, Dick, he won't, because he can't see. Okay, then I'll have a sweet lie. The only things that matter are peace and herbs and nice sweet things. Sweet like honey. Bring me some honey and I'll teach you how to make a cake. Cake is the best. Ja, okay, der hat dann schon wieder eine Aufgabe uns gegeben, die wir dann auch nicht mehr lösen können. Schon krass, ist das jetzt hier mit dem Turm oder wo war das? Ich glaube schon, oder? Können wir hier die Äpfel aufheben? Ja, wunderbar, das ist schon mal was. Red Apple. Nee, den wollte ich eigentlich nicht, aber wenn wir schon dabei sind, dann machen wir da weiter. Da müssen zwei Äpfel drunter liegen, damit er reif ist, oder was? Ist hier der Leuchtturm der Astrologe? Ja. Holy Mercury Boy. You look like someone who desired to be a part of the magic world of fishing. I don't know how much about fishing. Lucky you, I know a whole lot about fishing. It's only relaxing and I can't be profitable. Plus, fish are really tasty. Sounds great, I'm in. Smart choice, my boy. I'll provide you with everything you need and teach you how to cook fish. Like to learn how to cook fish? Can you show me how you do it? You can always just grill it, but personally I like to slice it and fry the slice in oil, and then just pop fish sticks in your mouth. You've unlocked a new technique and got create bagged fish, create fish soup, create fish nuggets. And you know what else? When you eat fish, you start to think like a fish. All good fishermen always eat a lot of fish. All I need is a root trait. You have one and you can give me? That I do, my boy. I have an old one, but I'm not just handing it over as a gift. I'll ask you to bring me some moss. They're good as bait, but you can only catch them at night, and I can't hardly make out anything when it's dark. Leave, okay. So, und wo ist er jetzt hier? Der links der Bumster? Das ist jetzt mein Problem dann, ne? Ist der hier unten? Ne, sieht nicht so aus.
Punkte sammeln. Ist immer gut. Was ist das? Keine Ahnung, graben wir mal, was dabei rumkommt. Okay, ich weiß nicht, was es gegeben hat. Ah, naja, jetzt haben wir den Baum schon gefällt, jetzt müssen wir noch mitnehmen. Ja, der Dingens ist sowieso hier nirgendwo gerade. Der Astrologe ist unten rechts eigentlich, ne? Da ist die Brücke. Weiß ich auch nicht, wo ich den jetzt finde. Ist auch doof, ne? Wir müssen ein bisschen gucken, was wir hier wo machen, ey. War hier nicht. Da kann man angeln. Nicht das da reinschmeißen. This is a fishing spot like others you can find in the village, river, swamp and sea. Okay, dann gehen wir weiter. Ach so, wir sollten noch die Leichen nicht vergraben, sondern ne, verbrennen. So war das. Okay, da ist noch ein Camp, da ist Ende. Da ist jemand. Small something tasty in Spooky. If you're looking for someone to read your palm, you should go to the town. Everybody there is scrambling to earn enough to buy a scrap of bread. Na dann. Hier ist ein Strand. Der uns aber nichts bringt, oder? Da ist auch noch was zum Angeln. Und da ist schon wieder eine Leiche. Das heißt, jetzt geht der Weg doch zurück. Ja, das ist doof, ne? Und da ist der Nachtwächter wahrscheinlich, der da gerade losgeht. Ne, runter müssen wir. Ich glaube, hier geht's links nach Hause. Okay. Ja, nützt nix, ne? Energie haben wir noch. Ist die Frage, wo der Astrologe ist, ne? Ja, da ist der doofe Esel, der uns immer die Scheiße bringt. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen, ne? Den Händler haben wir auch nicht gefunden. Oder Kaufmann. So. Da geht nichts. Die Leiche dann da reingebracht. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte da rein. Und da. Und Autopsie starten wir jetzt. Yes. Ich glaube, das kriegen wir nicht ganz hin, ne? Fehlt uns noch was. Not enough power. Das Ding ist leer. Metal Scrap, okay. Warte mal, nochmal das aufmachen hier, Technology. Wo sind die Dingens hier, ne? Crafted at Cooking Table, Wooden Anvil, Anvil, Anvil 2. Crafted at Wooden Anvil, Anvil. Warte mal, wenn das Wooden Anvil ist. Also hier können wir jetzt gerade nicht weitermachen. Äh.
Hier ist unser Zuhause. Jetzt ist die Frage, was ist das hier? Ah, das ist ein Sägeboxhaus. Ein kleines Wooden Anvil. Simple Iron Parts braucht man dafür. Na super. Study not completed. Crafted Wooden Anvil. Das bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich erstmal Simple Iron Parts kaufen. Aber wir müssen auch schlafen. Das machen wir als erstes. So, das bedeutet... Sleep. Wir sind aber schon wieder bei der Zeit soweit, dass wir 25 Minuten rum haben. Dann würde ich sagen, ist die Folge auch erst hier wieder durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genauer habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen und teilt alles auf allen Kanälen. Dann könnt ihr den anderen auch das wohlgesonnene Video hier vorführen. Ich bedanke mich. Bis dann. Tschüss. Jetzt schlafen wir noch.